Alberto, heute leider ein sehr schwieriges Spiel gegen den neuen Tabellenführer Klagenfurt. Wieso hat es heute nicht zu einem Punkt gereicht? Ja, ich glaube, ja, von Anfang an wir wussten, dass das Spiel sehr, sehr, sehr schwierig war, weil sie sind trotzdem eine von den besten Mannschaften in der Liga. Wir wollten in dieser guten Serie bleiben. Ich glaube, wir, am Anfang waren wir richtig gut. Die erste Halbzeit war richtig gut von unserer Seite. Aber leider haben wir kleine Fehler gemacht und gegen so eine Mannschaft mit so einer Qualität. Jeder kleine Fehler war ein Gegentor. Wir haben auch, ich glaube, schon ein bisschen Pech gehabt. Letztes 2-0, 2-1 in den letzten Minuten bekommen. Das hat wehgetan und dann in der zweiten Halbzeit war richtig schwer. Sie haben auf unsere Fehler gewartet und Kontersituationen nur gespielt. Und ja, leider konnten wir nicht die zweite Tor schießen und wir müssen uns mit dieser Niederlage nach Hause gehen. Ja. Zum Schluss hat die Vorwärts noch sehr viel Druck gemacht, auch einige Chancen herausgespielt. Da hatte Klagenfurt Glück, dass nicht noch der Ausgleich fällt. Glaubst du, dass mittlerweile die Gegner schon wissen, was die Vorwärts drauf hat und sich deshalb nicht mehr so sicher sind, dass 3 Punkte... Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben schon gezeigt die ganze Saison, dass wir sind nicht in dieser 3., 4., 5. Platz. Es ist kein Zufall. Wir arbeiten gut, wir sind extrem sicher hinten. Wir bekommen sehr wenig Tore. Es ist sehr schwer gegen uns Torchancen zu haben. Und vorne sind auch gut. Wir sind gefährlich in den Standard, in Kontersituationen. Und jeder weiß, wie wir spielen, jeder weiß, wie gut wir sind. Und deswegen 2-1 gegen uns ist kein Sieg, keine sicherer Sieg. Sie müssen bis zum Schluss kämpfen, weil wir das auch machen. Trotzdem muss ich auch sagen, ich bin extrem zufrieden und extrem stolz. Unsere Entwicklung ist brutal. Wenn man das Spiel in Klagenfurt sieht, und heute das Spiel, der Unterschied ist Wahnsinn. Unsere Entwicklung ist brutal. Wir müssen auch trotz dieser Niederlage extrem zufrieden sein und einfach weiter so arbeiten und bis zum Schluss in dieser Saison so viele Punkte wie möglich machen. Du hast heute leider keine 90 Minuten spielen können. Irgendetwas ist mit deinem Fuß passiert. Ja, kannst du uns da etwas? Ja, ich habe seit 2-3 Wochen habe schon Schläge in beide Knochen bekommen. Ich habe trotzdem immer weiter gespielt und heute war 2 Aktionen hintereinander. Ich habe Schläge bekommen und es war gefährlich. Ich konnte nicht bis zum Schluss spielen. Ich war nicht meine 100% nach der 6. Minute. Und ich habe schon mit Trainer gesprochen nach 60 Minuten. Ich konnte nicht mehr spielen. Also das wäre fair für die Mannschaft und besser für mich. Nächste Woche geht es gleich gegen den nächsten ehemaligen Spitzenreiter, gegen Ried, dein Ex-Verein. Darf man da mit dir rechnen? Ja, ich will unbedingt spielen. Es ist mir egal, ob gegen Ried oder gegen Klagenfurt. Ich spiele bei der Vorwärts. Ich bin gewinnen, egal gegen wen. Und ja, ich werde versuchen, wie diese Woche. Diese Woche habe ich gegen die Young Violets auch mit Schmerzen gespielt. Ich habe trotzdem heute wieder gespielt und ich werde nächste Woche wieder bereit sein. Dann muss ein Trainer entscheiden, ob ich spiele oder nicht. Kevin, heute, wie zu erwarten, ein sehr schweres Spiel gegen Austria Klagenfurt, gegen einen neuen Tabellenführer. Du hast uns in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Wie hast du das Tor mitgekriegt? Ich habe gesehen, dass halt der Ball auf der linken Seite ganz gut drüber gekommen ist. Instinktiv bin ich halt dann mitgegangen auf die zweite und habe ein bisschen Glück gehabt, weil der Ball ist durch die Beine beim Dormen durchgegangen. Ja, und ich habe halt dann auf der zweiten Danke gesagt. Was hat euch der Willi vor der Schwanpartie mitgegeben? Ihr habt ja natürlich jetzt einen Erfolgslauf gehabt und da ist es natürlich auch leicht möglich, dass man mal ein wenig einen Aufwand kriegt und vielleicht auch ein wenig überheblich wird. Was hat euch da der Willi vor dem Spiel mitgegeben? Ja, auf jeden Fall, dass wir demütig bleiben sollen. Wir wissen, was wir können. Dass das heute gegen Klagenfurt natürlich ein ganz schweres Spiel wird, haben wir auch gewusst. Wir haben es im Herbst schon gesehen, dass es richtig schwer war. Aber wir haben sie taktisch schon sehr gut eingestellt drauf, hat man auch gesehen. Ich glaube, ein wenig zulassen, bis auf die 2 Gegentore, die war es auch sehr unglücklich waren, sage ich mal. Aber wie gesagt, es war ein sehr gutes Spiel von uns trotzdem. Ja, gerade bei so Spielen wie jetzt Klagenfurt oder auch nächste Woche Ried warten natürlich da am Vorwärtsplatz einige Leute da, sehr viele Tausende wahrscheinlich. Wie stark war da die Umstellung von vor Corona zu nach Corona, mit nur Geisterspielen? Natürlich, Vorwärts als Superfans sind wir immer dankbar, dass wir da die Heimspiele bestreiten dürfen. Die fehlen natürlich extrem, das merkt man auch. Aber es hilft nicht. Momentan müssen wir da alle ein bisschen zusammenhelfen und man gewöhnt sich daran, aber hoffentlich nicht allzu lange.